Ja, Bauer Fantalo, ich würde gerne das Konsumklima unterstützen. Ja, richtig. Es geht um ein Dispo. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin zum Shoppen! Die Deutschen sind im Kaufrausch. Falls Sie es selbst noch nicht gemerkt haben, fragen Sie mal das Marktforschungsinstitut GfK. Deren sogenannter Konsumklimaindex stieg nämlich im Juni auf den höchsten Wert seit 25 Jahren. Ja, die Deutschen sind dermaßen in Kauflaune. Es gibt schon die ersten Privatanfragen für Miroslav Klose. Ja, die Leute kaufen wirklich alles, was nicht bei 3 im Lager ist. Was denn? Sie auch? Aber Sie haben doch nicht etwa den Salzstreuerring gekauft? Den man ausgezogen auch auf den Tisch stellen kann? Wozu bitte brauchen Sie einen Salzstreuerring? Ich meine, außer Sie verschütten dauernd Rotwein. Aber dann sind die Flecken Ihr kleinstes Problem. Mensch, passen Sie bloß auf sich auf. Wissen Sie eigentlich, wie klein jetzt nur noch der Schritt zur Hängematte ist? Nein, gegen irgendeine Hängematte ist nichts einzuwenden. Aber muss es denn gleich eine mit Bäumen sein? Wie beim 8000 Dollar teuren Tropical Island? Mit Kunstpalmen, Kunstkokosnüssen und Wassersprühnebelspender? Denken Sie doch auch mal an den Gerichtsvollzieher. Der muss das Ding doch nachher wieder rausschleppen. Also wenn Sie schon unbedingt was kaufen müssen, dann bitte nicht so ein Schnickschnack. Kaufen Sie was Solides vom Fachmann. Wie zum Beispiel so ein Laufgitter. Denn das wurde von Leuten hergestellt, die sich auskennen. Nämlich von Häftlingen in sächsischen Gefängnissen. Ja, unterstützen Sie das ruhig mal. Achten Sie nur darauf, dass keine Feile im Kissen eingenäht ist. Wenn tausende Menschen shoppen gehen, wird übrigens nicht nur viel Geld verschwendet, sondern auch viel Energie. Denn jeder Schritt produziert Energie, die bislang ungenutzt verloren geht. Und das sollen britische Architekten und Wissenschaftler jetzt ändern. Sie arbeiten an einem Pilotprojekt, bei dem hydraulische Treppenstufen die Schritte von Passanten auffangen und in Strom umwandeln. Toll! So könnte man ja auch zum Beispiel Rolltreppen antreiben. So, aber jetzt lassen Sie Ihr Geld mal stecken. Jetzt besorgen wir uns Musik aus dem Internet. Und damit Sie nachher nicht Laufgitter basteln müssen, machen wir das zur Abwechslung mal legal. Bei Musikethos. Dort kann man sich Klassik- und Jazzaufnahmen herunterladen, die entweder mittlerweile rechtefrei sind oder deren Veröffentlichung der Künstler zugestimmt hat. Und wenn Sie sich jetzt noch ein paar Minuten bei klassischer Musik entspannen wollen, dann gucken Sie sich doch The Piano an. Einen anrührenden Animationsfilm von Aidan Gibbons, den anzuschauen sich fast schon alleine wegen der Musik lohnt. Und übrigens auch toll gemacht, der neueste Film von Gibbons, Diversion, über die Abenteuer urlaubsreifer Verkehrsschilder. Was? Urlaubsreif? Sie auch? Dann besuchen Sie mal Skyscanner. Dort kann man sich als Diagramm anzeigen lassen, wie sich die Preise für bestimmte Flugtickets innerhalb eines Monats entwickeln. Und so können Sie dann ganz genau planen, an welchen Tagen Sie sich am besten krank melden, Urlaub nehmen. Sie können aber nicht nur bei der Flugbuchung Geld sparen. Nein, Sie können sich in Zukunft im Urlaub auch die teuren Partydrogen sparen. Stattdessen gucken Sie sich einfach immer hier das an. Und wenn Sie den Anweisungen genau folgen, wirkt das besser als jede bunte Pille. Jedenfalls besser als die Smarties, die Sie sich immer besoffen andrehen lassen. Und hier noch unsere Partydroge, die Spieletipps. Bitte immer nur einzeln einnehmen und bei Schweißausbrüchen und zittrigen Händen sofort absetzen. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss. Okay, 30 Millionen, aber dann kriege ich noch den Frings dazu.